Es geht jetzt hier wieder asozial zur Sache. Nämlich Chris Karl hat wieder ein Seitheb-Video rausgehauen. Sinnfrei, einarmig Seitheb mit 50er. Let's go mit Chris Karl. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wagen uns heute mal an ein PR. Ist zwar eigentlich sinnfrei, aber wir machen... Komplett sinnlos, Digga. Was machst du für PRs? Heute mal sehr, sehr schwere Seitheben, einarmig im Sitzen. Warum? Weil ich glaube, dass es geht. Ja, es ist auch immer so eine halbe mentale Geschichte dabei, kann man sagen. Wenn ihr ein PR macht, also Seitheben so schwer zu machen, ist nicht gerade sinnvoll, ist ein viel zu kleiner Muskel dafür, aber ich zeige meinem Kopf, ey, du kannst diese Barriere durchbrechen. Du schaffst dieses Gewicht, der Kopf gewöhnt sich daran, das ist mental eine sehr wichtige Komponente und ich habe es schon mal angetestet. Chris Seitenscheitel wandert immer weiter nach oben, bald macht er sich ein Mittelscheitel gefühlt, Alter. Ein bisschen weniger und es gab keine Schmerzen oder sonst was. Deswegen versuche ich es auch nur, sonst würde ich das nicht versuchen. Was müsst ihr aber machen, wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr sagt, ey, ich will heute irgendwo neues Maximalgewicht machen? Ihr müsst euch vernünftig warm machen. Da rede ich jetzt nicht davon, wenn ihr zum Beispiel Bankdrücken PR machen wollt, dass ihr dann 5 Minuten aufs Laufband geht. Das bringt einen Scheiß. Ihr müsst euch muskelspezifisch und vor einem PR auf dem Stairmaster oder aufs Laufband richtig sinnlos. Übungsspezifisch warm machen. Wir haben zum Beispiel unten schon die hintere Schulter warm gemacht. Jetzt mache ich noch viele Warmmachsätze für Seitheben, bevor ich dann an diesen Arbeitssatz rangehe. Und ich teste mich auch hoch. Also das dauert länger. William, meine Frage, beziehungsweise was sollte ich machen, um meine Arme am schnellsten zum Wachsen in Form zu bringen? Am schnellsten gibt es nicht bei diesem Sport, mein Lieber. Du brauchst Geduld, du musst hart trainieren, viel fressen. Punkt aus Ende. Wenn ihr euch vor einem PR 20 Minuten warm macht oder eine halbe Stunde warm macht, macht ihr es halt. Interessiert keine Sau. Besser als wenn ihr es nur 5 Minuten macht und euch dann verletzt. Ne? Merkt euch das immer und jetzt machen wir es weiter. Richtige Motivation-Musik. Dream Work Achieved. Chris Carmine. Wichtig dabei auch, warm machen heißt nicht Kraft verbrauchen. Wirklich nur ein paar Wiederholungen machen, aber das wirklich oft. Ihr wollt keine Kraft auf der Strecke liegen lassen, die ihr nachher noch brauchen könntet. Nur angetestet, war locker. 40 habe ich schon mal gemacht. Ich mache jetzt die asoziale Form wieder hier, Junge. Ein, zwei Wiederholungen mit 45. Dann gucke ich, ob 50 drin sind oder nicht. So müsst ihr das machen. Wenn es nicht drin ist, dann macht es nicht. Ne? Immer wenn ihr sowas versucht, also maximal. Einfach Nusret als Kameramann. Ich habe letzte Woche 30er genommen beim Seitheben, auch einarmig. Ging voll klar, aber ich habe einfach immer dieses Bild vor Augen, in dem Moment, wo ich mir beim Seitheben die Schulter abgerissen habe und das fuckt schon extrem ab. Also das war jetzt nicht beim Seitheben direkt, sondern am Kabelturm. Ich weiß nicht, aber macht Bock, ich kann den da voll verstehen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei, da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Den ja.
Digga, Chris muss auch bald nach Istanbul alte Haare machen. Entweder Istanbul Haare oder Glatze, ne? Das sieht übel bei dem aus. Ich dachte, bei mir wäre es schlimm, aber bei dem ist es richtig schlimm. Ich hau 50. 2-3 Mal. Richtig hoch ist drin. Nee, dieselbe Übung, die mache ich nicht. Das waren Y-Raises im Sitzen. Halt über Kreuz am Kabelturm im Sitzen, oben mit einer kleinen Pause, mache ich aktuell gar nicht mehr. Nein, das ist nicht Chris sein Gym. Fleischklops, ne? Die sind noch recht sauber, Alter. Seitheben und so weiter geht alles wieder, aber Druckübungen für die Schulter fallen mir sehr schwer. Okay, hat halb geklappt. Links war gut, aber links hat er anscheinend schon so fertig gemacht, dass rechts nicht mehr wirklich ging. Ja, vielleicht hätte er auch mal ein bisschen mehr durchschnaufen müssen, ne? Obwohl rechts eigentlich meine stärkere Seite ist. Auch koordinativ. Ja. Ich muss mal langsam anfangen, meinen rechten Bizeps irgendwie mehr zu bearbeiten, weil seit der OP ist mein, wenn ich Oversize-Shirts anhab, die aber recht eng sind an den Ärmeln, dann rutscht hier immer ein bisschen runter und hier bleibt stramm. Das fuckt voll ab, weil ich einfach hier 3 cm weniger habe an dem rechten Bizeps nach der Verletzung. Ich habe hier, glaube ich, 48 und hier 50, 51, irgendwie so. Ich glaube, Satzgewicht pende ich so bei 40 ein. Aber war auf jeden Fall eine mentale Challenge. Ich habe auf jeden Fall auch Pump in der Schulter. Mag man kaum glauben, aber doch. Du kannst halt nicht so viel abfälschen sitzen. Ne? Ist halt so, klar, du kannst ein bisschen rein, aber ist kein Vergleich zu stehen. Im Sitzen ist extrem schwer, halt. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Da halt auch noch einarmig. Ne? Deswegen. Also, ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, dass ihr das nachmacht. Aber ich muss andererseits auch sagen, mich hat es weitergebracht, dass ich es geschafft habe. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass es funktioniert. Viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wer mich unterstützen möchte, kann das gerne bei HBN machen. Mit Code Chris. Ansonsten wünsche ich diese pinken Zughilfen immer so geil. Noch einen schönen Tag. Danke dir, Chris. Und wir machen jetzt weiter. Nice. Also ein PR. 50er Seitheben im Sitzen. Bloß nicht nachmachen, Freunde. Bleibt gesund und verletzt euch nicht. Chris Kall darf sowas. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, Punkt.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei
oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.